Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind schon wieder auf dem Sprung, und zwar müssen wir heute wieder zum Turnierdienst. Es ist Pfingstmontag und es ist der letzte Tag von unserem Vereinsturnier. Aber da bleiben wir heute nur bis Mittag und dann haben wir was ganz Besonderes vor. Mia, was haben wir vor? Wir fahren in den Harz. Genau, und was wir da machen, das erzählen wir euch, wenn wir da sind. Also, lasst euch überraschen. Wir haben unsere Sachen ins Auto gebracht. Wir müssen aber nach den Pferden und Papa tschüss sagen. Ja, weil wir sind nämlich sogar über Nacht weg und das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, Mia, oder? Ja. Wir kommen erst morgen Abend wieder. Naja, ich war schon für eine Woche auch in der Türkei, hatte ich die Pferde auch nicht gesehen. Ja, das und auf stimmt. Klassenfahrt. So, ach so, willst du die eben noch? Nee, das ist auch. Ja, eigentlich müssten die noch raus, die Zöpfe, Mia. Wollen wir die eben noch schnell rausmachen und dann nochmal Hände waschen? Müssen wir wohl. Ja. So, tschüss, mein Dickerchen. Bis morgen Abend, ne, Schnuppi? Ja, pass schön auf die anderen auf, als Chef, ne? Ja, pass schön auf die anderen auf. Tschüss. Treulose Tomaten. Du hast mal bei Skoddy gar nicht die Zöpfe rausgemacht. Er hat mir doch gesagt. Ja, hättest du mal sagen sollen. Wir haben gedacht, du hättest es gemacht. Ihr habt gar nicht gedacht, ihr seid einfach nach Hause gekommen. Tschüss. Tschüss. Der will raus. Ja. Dörte. Mein Mädchen, wenn wir wiederkommen. Mädchen, das ist meins. Sei schön lieb, du kleine Schnute. Was? Skoddy, jetzt bist du wieder Oma. Ja, bist du Oma. Bleib mal da. Bleib mal da, du Eierkopf. So, ich gehe jetzt schon mal rein. Mia, lass die Zöpfe, das geht so. Ja, aber ich muss diesen hier noch aufmachen. Gut. Und dann machen wir los, sonst kommen wir wieder zu spät. Mhm. Nochmal tschüss sagen, bis morgen. Ja. Wir fahren jetzt los. Wir haben nämlich unseren Parcoursdienst beendet. So, Mia, jetzt geht's ab nach Bad? Bad Sachsa. Genau, Subi. Jetzt fahren wir erstmal 2,5 Stunden. Und wenn wir da sind, dann melden wir uns wieder. Mhm. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Ich fahr und Mia. Ich hab das gehört. Außerdem habe ich das schon mit deinem Anmachen gehört. Weil schon, dass das ein Geräusch macht. Ja. Ja, ach nee. Schlaf weiter. Geht eh nur geradeaus. Erwischt. Erwischt? So, wir haben jetzt noch fast eine Stunde, ein bisschen weniger. Ja, jetzt ist Regen vorbei. Ja, das geht hier von Sonne zu Regen. Wir haben, also das Wetter ist wieder himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Total krass. Und wir sind jetzt gerade kurz hinter Hildesheim, glaube ich. Ja, hier ist die Straße wieder trocken. Ja, auf einmal wie abgeschnitten, ne? Ja. Und eben hat es noch gehagelt. Ja, das ist also, irgendwie ist das komisch. So, wir freuen uns, ne? Ja. Ja. Und ich habe Hunger. Schon wieder? Ja. Dann musst du noch einen Apfel essen. Okay. Da ist ja noch ein Apfel drin. Okay. Okay. So, wir fahren jetzt hier durch die, weiß nicht. Also wirklich durch die Botanik. Und ich bin ganz gespannt, ob wir wirklich dahin kommen, wo wir hinwollen. weil eben musste ich schon einmal umdrehen. Da hat er uns total in die falsche Richtung gepackt. Und jetzt haben wir noch 700 Meter. Und ich sehe noch nichts, außer... Ja, weiß ich auch nicht. Siehst du schon irgendein Gebäude? Oh, da kommt ein Gebäude. Ja, okay. Dann. Vielleicht ist es ja doch richtig. Vielleicht ist es richtig. Also, da laufen die Pferde schon. Jo. Oh, der Reitplatz ist aber auch. So, guck mal, und dann sind wir nämlich da. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwo. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt hier einfach hinfahre und hier parke, meinst du, das geht? Das mache ich jetzt einfach mal. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt mal so frech und packe jetzt einfach. Ja. Gut. So, ihr Lieben, wir sind angekommen. Mia ist schon ein Stück weiter. Ich musste nochmal zurückgehen. Ich wollte euch nämlich erstmal zeigen, wo wir überhaupt sind. Und zwar sieht man das. Wir sind auf dem Hengsthof Gut Nüxei in Bad Sachsa. Und hier gibt es noch ein richtig schönes Schildchen. Oder ein schönes Tor. Hier steht es nochmal. Und da vorne, da steht die liebe Daniela mit Mia. Und wir wurden schon schwanzwedelnd begrüßt von der kleinen Maus hier. Ja, wolltest du doch noch mal Hallo sagen? Ja.
Mia freut sich voll. Wir haben ja schon das ganze Wochenende dem entgegengefiebert. Ja. Das ist die liebe Daniela. Hallo. Und die führt uns jetzt erstmal hier über den Hof. Und vielleicht verraten wir euch dann irgendwann nochmal, was wir denn vorhaben. Ne? Genau, wir gehen mal los. Genau. Da. Ja, ich sag so, hier ist unser Hengstall, hier wohnen unsere Hengste. Wir sind EU-Besamungsstation und wir sind, glaube ich, die einzige EU-Besamungsstation, die Hengste in Herde hält. Also bei uns sind die Turnierhengste, die Besamungshengste, alle mit den Junghengsten in einer Herde. Und einen haben wir jetzt selektiert, das ist unser Junior. Der wird jetzt darauf vorbereitet, dass er seine eigene Herde bekommt und dann auch Herdenchef sein darf. Oh, schön. Genau, das ist jetzt der Plan. Und wir haben halt alle Hengste im Offenstall. Wie viele sind das? Im Moment sind es 7. Ja. Einen holen wir nächste Woche noch zurück. Der ist gerade im Britt. Das ist unser Dreijähriger. Mhm. Und ja, dann haben wir da auch eine junge Reiterin, die dann weiterhin unseren Kiano weiterreiten wird. Schön. Ja, ja, gibt es ja total selten. Also ich habe mal meine Pferde in einem Isländerstall gehabt und da ist es ja auch öfter mal so, dass Hengste auch im Herd gehalten werden. Aber sonst findet man das ja gar nicht. Ja, nee, das ist schon sehr selten. Genau. Auch so mit dem Offenstall. Wir haben dann draußen ein Paddock dran gepflastert. Daneben haben sie einen Wälz- und Liegeplatz aus Sand halt und haben bei uns das ganze Jahr über Weide. Ja. Und im Sommer haben sie dann halt noch eine große Weide, wo wir immer zwischen verschiedenen Weiden hin und her wechseln, sodass sie wirklich das ganze Jahr über draußen sind. Das ist richtig schön. Wir halten unsere Pferde ja auch draußen. Und das finden wir natürlich auch super. Also ja, dann gehen wir mal gucken. Genau. Genau. Also hier seht ihr, ne? Viel Platz für alle. Richtig toll. Das, so stellen wir uns Pferdehaltung vor, ne? Ja, also, ja, genau. Und man sieht ja auch, es funktioniert. Ja. Ja, das ist dann seine Herde. Ja, die kommen ja auch schon alle drei zu ihm. Ja. Aber er ist ja nicht ganz weg, ne? Also das ist jetzt Junior. Genau. Junior ist jetzt 5-jährig. Ach, das ist seine Herde und die kommt jetzt in den nächsten Tagen zu ihm dann dazu. Okay, da ist jetzt sind 2 Jährlinge oder was? Nee, das linke ist ein Jährling, das rechte ist ein 2-jähriges Warmblut und dahinter 2-jähriger Reitponyhengst. Hallo, Schätzelein. Na? Willst du uns mal Hallo sagen? Ja. Das ist ein Sohn von Cuvée. Ja, einmal Hallo sagen und dann weiter fressen, das kennen wir auch. Hauptsache fressen, sag, ne? Ja. So gehört sich das für anständige Jungs. Ganz artig, ganz lieb. Ja, Mia, ja. Dann sag ihm mal Hallo. Hallo, Blondie. Oh, du bist Blondie. Ja. Blondie ist so ein Barbie-Pferd. Ja, voll. Ja. Oh, völlig entspannt erstmal. Ja. Ja, wenn du da hinten auch noch kraulst, dann ist das besonders gut. Kraulen ist total toll. Uiuiui. Hallo. Na? Du? Magst du das? So, jetzt sind wir bei den Stuten gelandet, nachdem wir die Hengste schon abgearbeitet haben. Und was das hast du gesagt? Kalle. Ja, also er heißt Casterly Rock von Nips und ist unser Kalle. Sie Kalle. Ist 6 Wochen alt. Kalle, kommst du auch mal hierher? Du hast kleines gesagt. Deutsches Reitpferd. Komm her. Du bist ja süß. Mhm. Alle wollen immer nur die Kleinen angucken, ne? Hi. Ja. Ja. Hallo. Was denn? Du bist ja süß. Eine kleine Schnute, ne? Ja? Ja, schmeckt gut? Müssen wir dich auch noch kraulen? Magst du das? Bestimmt, ne? Auf jeden Fall. Kuschelkraulen ist toll. Nein. Das muss ich mal nehmen. Und die behältst du auch, die Stuten, oder? Die beiden Stuten werden unsere Zuchtnachfolgerin von den Müttern. Ach, du musst dich jetzt auch noch dazwischen drängeln, wa? Du bist ja ein freches Ding, hä? Ja. Mia steht da schon so dazwischen. Ihr seid ja alle richtig aufdringlich hier. Hm? Ja. Ich habe auch nichts in der Tasche, extra nicht. Ja, aber da ich stehst du. Immer alle mit dem Hintern auf einen zu, weil man wird ja immer am Hintern. Irgendwas? Ja, wo denn jetzt? Da? Am. Da. Irgendwas ist, ärgert sie unterm Bauch. Das ist. Na, Mia, hast du einen neuen Freund? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja.
Ich habe schon viele Freunde. Ja, aber das ist dein spezieller Freund jetzt, oder? Ja. Aber ist ja schön, ne? Da merkt man gleich, dass die alle so ganz viel Menschenkontakt haben, ne? Und der ist in der Herde groß geworden. Wir haben den 3-4 Tage nach der Geburt mit der Mutter wieder in die Stutenherde. Und siehst ja, die Dreijährigen alle, der gehört dazu. Der, ja. Der Hahn im Korb quasi. Ja, das ist ja auch richtig. Hier, er pflückt erstmal Gras. Ja. Hallo. Oh, fies mit den ganzen Fliegen. Ja, aber bin mal gespannt, wie der nächstes Jahr aussieht. Ja, wir sind auch gespannt, ob er dunkel wird. Also es ja, so aus, irgendwie. Als wenn er ganz dunkel wird, auch an den Beinen, dass da wirklich schwarz drunter rauskommt. Ja, deswegen sage ich ja. Sehr gespannt. Ich bin echt gespannt, wie der nächstes Jahr aussieht. Oh, Junge, schubst mich nicht, du. Weil er wirklich irgendwie. Hier, jetzt erstmal. Ui. Das Mutterschiff. Da ist Mutterschiff. Ja, das Schiff kommt nicht rum. Hallo. Nö. Oh. Also Daniela sammelt alles, was sie findet. Ja, genau. Henry ist ein kleiner Star, hast du gesagt. Ja, genau. Den haben wir seit 3 Tagen, haben wir von der Tierärztin einmal angucken lassen. Und jetzt wird Henry noch 2-3 Tage gepäppelt und dann darf er zu seinen Geschwistern, die irgendwo hier ausgebrütet sind, darf er dann zurück. Ne? Jetzt kriegt Henry erstmal ein paar Mehlwürmer. Oh, lecker. Ach, da sind schon welche, ja. Ja, genau. Ja, lecker für. Guck mal. Lecker für den Vogel. Komm mal. Holt er sich die schon selber dann? Oder nee, muss der... also das Picken hat er noch nicht so raus. Okay. Ja, irgendwann? Guck, Henry. Ei, das funktioniert aber schon gut. Schnäbelchen auf. Ja, also er fängt schon an zu picken, aber leider gegen meine Hand und nicht zu den Würmern. Komm her, Henry. Guck. Ja, ja. Das ist eklig. Du, da kriegst du. Hallo. Und Mia, wie findest du Henry? Ganz gut. Ungewöhnlich, ne? Ja, ist halt mal was anderes, ne? Der ist aber auch total niedlich. Er wechselt auch gerade so ein bisschen. Genau, also ich denke ein paar Tage noch und dann ist er so weit, dass er fliegen kann. Da muss er lernen zu picken und dann darf er. Musst du ihm mal deinen anderen Finger hinhalten, dass er sich darauf setzen kann. Genau, hältst du da vor die Hand? Du? Du musst runterfallen. Runterfällt er aber nicht, oder? Nö, nö. Und du hast schon mal. Nimm ihn mal wieder. So, wir sind jetzt vom Essen wieder da. Wir haben was gegessen? Was? Was hast du gegessen? Spaghetti Carbonara. Okay, ich Pizza. Das ist die Carbonara-Fraktion, alles klar. Ja, ja. Mit und ohne Parmesan. Ja. Und jetzt wollten wir euch mal erzählen, wen wir denn hier so getroffen haben. Ja. Und genau, stellt euch einfach mal vor. Also ich bin Jasmin, das ist... Ich bin Michi. Ja, und wir reiten hier halt die Hengste von Nyxal. Ja. Sie reitet Blondie und Junior. Ich reite Cuvée und Charlie, also der kommt noch runter, so von Reiterlage Best. Ja. Werbung machen hier und all sowas. Sehr gut, ihr habt dazugelernt, richtig. Na klar. Immer. Ja, und. Was reitet ihr denn mit denen? Also, was machst du mit Blondie zum Beispiel? Also, ich reite mit Blondie Turniere, hauptsächlich Springen. Ja. Und mit Junior auch. Mhm. Bis zu welcher Klasse? Also mit Blondie momentan bis L. Mhm. Und mit Junior sind wir noch Springpferde auch. Okay. Und Einzelsterne. Also ich reite Cuvée und der ist nicht mehr Turnier, also geht nicht mehr auf Turnier, aber ich reite ihn zu Hause so dressurlich. Mhm. Also hier in Nyxal. Und Charlie ist ein Springer und halt, wir wollen halt auch so Springpferde dieses Jahr noch. Genau. Ja, cool. Und morgen haben wir was vor. Wir wollen auf jeden Fall erstmal nochmal ordentlich quatschen. Ja. Mit Daniela, die kennt ihr ja schon. Und dann wollen wir irgendwas mit den Pferden machen, ne? Ja. Genau. Genau. Habt ihr da schon einen Plan? Ich denke mal reiten. Also Daniela hat gesagt, wir wollten mal vielleicht eine Runde runter in den See reiten. Ach, cool. Ja. Ja. Genau. Supi. Ja, dann gucken wir mal, was es morgen so wird. Und genau, ja, wir sind ja hier in so einem Haus, was total klasse ist. Ja. Das filmen wir euch morgen nochmal. Ja. Und dann zeigen wir euch das alles. Genau, und die Mädels gehen jetzt, glaube ich, nochmal nach oben und quatschen eine Runde, während Mutti sich ins Bett haut und schläft. Alles klar, also dann bis morgen beim Frühstück. Bis morgen. Tschüss.
Tschüss. So Leute, ich bin noch ein bisschen verpennt, aber ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch mal unsere Unterkunft. Und es ist ziemlich fancy und total geil hier. Tür. Also als erstes kommt man hier rein und dann ist hier ein Bad. Oder eine kleine erste Toilette. Guck mal mit dem Licht hier unten, ist das nicht heftig? Finde ich total süß. Ja, das ist unsere Toilette. Mach mal Licht wieder aus. Dann geht's hier weiter. Hier ist ein kleiner Abstellraum in so einem Essbereich oder Aufenthaltsbereich. Hier hängt dann so ein riesen Fernseher auch noch mit Sky. Und hier hängen so ganz viele alte Sachen, die hier früher mal im Haus gefunden wurden. Wir haben so gestern so ein bisschen Geschichte noch dazu gekriegt. Und dann, also im Moment ist hier jetzt nicht ganz ordentlich, weil wir natürlich hier schon eingezogen sind, sag ich mal. Haben wir hier nochmal einen kleinen Wohnbereich mit einem Fernseher und so. Da haben wir erstmal unsere ganzen Sachen hingepackt. Genau. Und dann ist hier ein, hier hängt jetzt schon ein Handtuch drüber. Guckt euch mal diese tolle Tür an hier. Also es ist richtig geil. Kann man dann so aufmachen. Schwupp. Und dann kommt man ins Bad. Mit einer mega Dusche. Richtig toll, so Urwalddusche. Und hier ist es auch wie im Urwald. Ich mach mal Licht an. So, und dann hier mit so einem coolen Waschbecken und so. Das ist richtig, richtig toll. Und überall sind diese alten Balken, Fachwerkbalken. Das ist, finde ich, richtig toll. So, und dann geht's weiter. Und zwar von diesem Wohnbereich kann man rausgucken aufs Stutenpaddock. Jetzt ist natürlich keiner da, aber da läuft der kleine Kalle auch eigentlich mit rum, wenn er nicht gerade drüben auf der Wiese ist. Und dann kommen wir zu unserem Schlafzimmer. Da liegt sie noch. Auch, also wir haben im Urwald geschlafen, Mia, ne? Genau, hier hat Mia geschlafen und ich habe hier geschlafen. Und dann hat man hier noch so einen kleinen Bereich, wo man sitzen kann. Und heute ist wieder richtig schönes Wetter. Ganz toll. Hier laufen dann auch noch die Pferde, wie man sieht. Ja, und jetzt zeige ich euch den Rest noch, weil es ist ja immer noch nicht vorbei. Jetzt gehe ich wieder zurück. Hier kann man nämlich ein paar Mal im Kreis laufen. Wir haben ja auch noch gar keine Küche gehabt. Also, hier sind wir wieder beim Essbereich. Und hier gibt es noch ein Schlafzimmer mit zwei Betten. Und einem riesen Fernseher. Ja, und dann geht's noch mal weiter. So, und hier haben wir jetzt ein weiteres Bad. Guck mal, wie schön das ist. Das ist so, so schön. Auch wieder mit einem Waschbecken. Und das hier finde ich halt total crazy mit diesen alten Balken. Es sieht so toll aus. Da hat die Daniela sich wirklich, das haben die alle selber gemacht. Und ich finde, das hat Daniela echt, oder haben Daniela und Ingo total super gemacht. Hat man hier hinten hinter diesem Fachwerk die Toilette. Und dann gibt es hier auch noch mal eine richtig tolle Dusche. Ne? Also, wenn das nicht toll ist, weiß ich es nicht. Richtig krass. Und hier ist dann noch eine kleine Küche. Obwohl, kleines, gut, also kleine Küchenzeile. Und ja, dann geht man hier durch diese richtig alte Tür. Ist halt noch eine ganz alte Tür. Wieder nach vorne. Und hier ist man dann wieder in dem Essbereich. Ja, jetzt habt ihr unsere Unterkunft gesehen und jetzt werden wir mal gucken, was wir heute so machen. Ich muss mich jetzt erstmal anziehen und Mia aus dem Bett schmeißen. Die liegt da nämlich immer noch. Hey. So Leute, und jetzt gehen wir mal gucken, ob Kalle draußen steht. Aber Kalle ist nicht hier. Ach doch, Kalle steht da hinten. Da ist Kalle. Na Kalle, hast du gut geschlafen? Hier vorne steht auch noch jemand. Ich kann ihn noch nicht so ganz auseinanderhalten. Da bräuchte ich jetzt die anderen Mädels für. Aber hier wohnen die Stuten im Offenstall. Kalle guckt schon. Ist interessant, dass hier jemand ist, ne? Hm? Ach, da kommt der Nächste. Guten Morgen, die Mäuse. Ja, guten Morgen, Mausi.
Sind total süß hier alle. Jetzt kommt Kalle. Oder? Kommt er doch nicht. Weil Kalle ist immer sehr selbstständig, sagt Daniela. Der geht auch mal gerne einfach woanders hin, wo nicht Mama ist. Mal gucken, ob wir ihn nachher noch mal ein bisschen näher betrachten können. So, Leute. Oh, die Sonne blendet voll. Die Mädels kommen gleich und ich gehe schon mal vor, weil wir sind nämlich eigentlich um 8 Uhr zum Frühstücken verabredet. Und ja, wie das so ist mit den Weibern, kommen die halt nicht pünktlich. Es war auch ein bisschen spät gestern Abend. Ja, aber das macht ja nichts. Ich zeige euch da nochmal Kalle. Da steht er. Der kleine Süße. Der ist echt total süß. Ja, und dann gucken wir mal, was wir heute Schönes machen. Da haben wir noch ein bisschen was auf Lager für euch. Was kommt? Shopping. Hier haben wir noch ein paar schöne Bilder. Der ist schon auch echt süß, ne? Das ist Klassik. Mhm. Ja. Tja. Das Bild sagt mir, kommt ihr bekannt vor. Dir auch. Mir auch. Ist auch hübsch, ne? Richtig schick. Ach, guck mal. Wer ist das? Das? Ja? Das ist auch Klassik. Ah, okay. Oh. Und das ist Kado. Ah, okay. Ich Hunger. Also wir sind jetzt erstmal bei den Schildkröten, weil hier ist nämlich überall irgendwo ein Tier, in jeder Ecke. Ja, die dritte will aber irgendwie nie raus. Nee. Okay. Mhm. Aber die finde ich auch klasse. Die habe ich gestern auch schon gestreichelt. Ja. Also angefasst. Gestreichelt. Nennt man das gestreichelt bei einer Schildkröte? Also die hat Hunger. Also sieht so aus. Ja, aber die ist irgendwie voll cool. Ich finde die auch gut. Ich habe auch noch nie Schildkrötenbeine angefasst. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Jetzt gibt es erstmal Putti. Achso, aber nur die eine ist das, oder wie? Ja, das ist eigentlich so die einzige, die im Moment Dings frisst. Okay. Wie heißt es? Fisch. Ja. Also die andere, die unten, die Scheue. Tschüss. Tschüss. Die frisst das auch, wenn sie denn mal was abkriegt von der anderen. Ah, okay. Komm. Da muss ich dann immer mal gucken, dass sie hier, könnt ihr auch machen. Ja, Mia, hau rein. Fisch. Der war tiefgefroren. Also ich. Lass der schmecken. Und die andere frisst die anderen Sachen da, ne? Katzenfutter. Das hier, genau. Die mag am liebsten Katzenfutter. Das knackt ja richtig. Das ist süß. Ja, die mag am liebsten das hier. Und Fisch isst sie gar nicht, oder? Nee. Oh, okay. Mag sie nicht, oder ist das einfach für die Sorte frisst nicht? Sie nicht. Okay. Also die frisst jetzt keinen Fisch. Was machen wir jetzt bei den Mädels? Abäppeln? Kuscheln. Kuscheln, ja. Das haben wir gestern auch schon. Aha, guck mal, da kommt schon jemand. Oh. Mit Mama. Klein Kalle. Upsi. Ey. Na du, Knalli? Hast du gut geschlafen, Kleiner? Jetzt kommen sie alle hier. Jetzt kommen, jetzt kommen sie alle. Pass auf deine Beine auf. Ja. So, die Mädels haben schon alles zusammengesucht. Jetzt werden erstmal Äpfel eingesammelt und ich zeige euch in der Zeit mal hier den Stutenstall. Ist halt auch Offenstall. Ich möchte das. Und hier können sie dann auch noch im Kreis laufen. Und da drüben ist unsere Eingangstür, wo wir geschlafen haben. Da so geradeaus. Und deswegen konnten wir Kalle vorhin sehen, weil der hier auch mal rumgelaufen ist, ne? Na du? Wolltest du auch mal gucken, was hier los ist? Hm. Ach, hier, Selbstbedienung. Ja. So, jetzt. Kalle hat viele Muttis, ja. Wir bringen jetzt gerade die Stuten raus. Auf die Wiese. Und Kalle läuft da auch irgendwo. Warte mal, Mäuschen. Du musst schon auf mich warten, Schnecke. Auch wenn du das anders kennst. Ich häng da gerade noch dran. So, wir sind jetzt im Laden und gucken uns hier ein bisschen um. Und vielleicht gucke ich auch nochmal nach Turniersachen. Ja, Mia wollte gerne nochmal eine neue Reithose haben. Ja, so eine weiße. Und, hier sieht man Reitsport von Nyx. Und den gibt es auch als Online-Shop. Und da heißt er
www.hottie24.de. Und das ist hier die Startseite. Und jetzt gucken wir uns mal den Laden um.